Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein. Resonator. Mir gegenüber sitzt der Diplom-Geophysiker Rüdiger Giesel, der gehört zum Geoforschungszentrum Potsdam beziehungsweise zur Bergakademie in Freiberg. Und als ich, jetzt schüttelt er schon den Kopf, normalerweise mache ich das so, das ist jetzt Werkstattbericht, das kriegt sonst hier keiner mit. Normalerweise mache ich so, dass ich frage, was steht denn eigentlich auf Ihrer Visitenkarte, damit ich eine angemessene Einleitung sprechen kann. Und das war so lang und so kompliziert, dass ich mir dachte, Herr Giesel, guten Tag übrigens. Ja, guten Tag. Machen Sie es doch mal selbst. Herr Giesel, was steht auf Ihrer Visitenkarte? Auf meiner Visitenkarte steht Diplom-Geophysiker und Angestellter des Deutschen Geoforschungszentrums Potsdam. Und ich arbeite in der Sektion Geomechanik und wissenschaftliches Bohren und dort bin ich Arbeitsgruppenleiter für die Untertage-Seismik. Fangen wir doch gleich mal mit der Seismik an. Gibt es einen Unterschied zwischen Übertage- und Untertage-Seismik? Ja, das ist schon eine relativ spezielle Frage. Ja, es gibt dort schon Unterschiede. Ich denke mal, viele Leute haben schon etwas von der Seismik gehört, dass sie für die Erkundung von Rohstoffen, von Kohlenwasserstoffen zum Beispiel benutzt werden. Und manche haben vielleicht auch schon große Vibratoren an der Oberfläche fahren sehen, mit denen akustische Wellen in den Boden appliziert werden. Und das ist klassische Oberflächenseismik. Das heißt, ich arbeite an der Oberfläche und wir arbeiten, wie der Name schon sagt, mit allen Geräten, die wir haben, unter Tage. Vibratoren? Also habe ich jetzt noch nie irgendwo gesehen. Nein, selbst in Berlin sind die schon gelaufen. Ach echt? Wie sehen die aus? Also vielleicht habe ich sie gesehen und habe es nicht gemerkt. Ja, das sind wie Art große LKWs, die im zentralen Teil unter dem Boden eine Vibratorplatte haben, die in der Regel dann auch hydraulisch angeregt werden. Also es werden Schwingungen mit bestimmten Frequenzen dann angeregt, die man auch die im akustischen Bereich, also in ihrem Gehörbereich sind und die können sie auch gut hören dann. Was mache ich damit? Beziehungsweise was machen die damit? Also ich mache damit ja wahrscheinlich nichts. Der akustische Schall ist nur der Teil, den sie sozusagen mit ihren Ohren an der Oberfläche hören. Also die Wellen, die sich in dem im Luft Medium ausbreiten. Gleichzeitig werden natürlich auch akustische Wellen im Medium, das heißt in dem Fall im Gestein, im Boden appliziert oder angeregt. Und diese Schwingungen, die breiten sich im Untergrund aus und werden an sogenannten Diskontinuitäten oder Änderungen im Gestein teilweise reflektiert. Und diese reflektierten akustischen Wellen, Schwingungen werden wieder von Empfängern aufgezeichnet an der Oberfläche. Und ich vermute, dass das auch im Prinzip das ist, was Sie machen, wenn Sie Untertage-Seismik noten, dass Sie dann nicht mit LKWs rumfahren, weil... Das ist richtig, genau. Das ist dasselbe Grundprinzip. Ist klar, man hat in der Regel eine seismische Quelle, die man mehr oder weniger gut steuern kann, die dann die Wellen erzeugt, die akustischen Wellen im Medium. Diese werden dort wieder reflektiert von den entsprechenden Strukturen, die ich abbilden möchte. Und werden von einer großen Anzahl von Sensoren, also akustischen Mikrosensoren, aufgezeichnet. Und diese Aufzeichnungen benutzt man dann, um ein Bild des Untergrundes und deren Strukturen, also deren Veränderungen im Gestein, abzubilden letztendlich. Müssen Sie dazu wissen, wie das Gestein eigentlich auszusehen hat, wenn Sie die Veränderung? Also Vorwissen ist in der Regel immer gut zu haben, um dann letztendlich auch eine Verbesserung in der Interpretation zu haben. Aber nein, eigentlich ist es so, man kann diese Methodik überall einsetzen und per se erstmal Informationen über Strukturänderungen im Untergrund ermitteln, die dann später sozusagen zusammen mit Geologen, also auch interpretativ ausgewertet werden. Das heißt, die Struktur ist eine Sache, aber das Verständnis zu entwickeln, was dahinter steht an Geologie, dafür ist natürlich ein gewisses geologisches Grundwissen der Leute vor Ort auch notwendig. Wenn Sie sagen Interpretation, heißt das, dass wir gar nicht genau wissen, was da unten ist? Das eine sind die physikalischen Abbilder dieser Strukturen. Aber das ist nicht unbedingt ein eindeutiger Prozess. Das heißt, es können solche Reflektoren verschiedenste Ursachen haben. Das können Störungen sein, die besonders interessant zum Beispiel im Tunnelbau sind. Aber es können einfach auch geologische Formationszwecke sein. Von einem Gneis zu einem Granit zum Beispiel. Also alles, was unterschiedliche Medien, die eine unterschiedliche Härte, wir nennen das Schallhärte, aufweisen. Ja. Das heißt,
zum Beispiel eine unterschiedliche Schallgeschwindigkeit verursachen. Sie können sich ja leicht vorstellen, versuchen Sie mal dort solche Geräusche durch einen lockeren Sandboden zu schicken und überlegen Sie mal, was dort ankommt, oder durch ein hartes Gestein, wo Sie mit dem Hammer raufschlagen. Ja. Dann merken Sie schon den Unterschied und können sich schon vorstellen, das eine ist schallhärter und leitet den Schall besser als zum Beispiel lockerer Sandboden, der viel dämpfen tut. Ich hätte jetzt exakt, andersrum gedacht, weil ja in dem lockeren Sandboden so viel Hohlraum ist, wo der Schall durch kann. Ja, das führt eher zu Streuungen letztendlich und damit zur energetischen Verringerung der Schwingungswerte. Und deswegen ist ein hartes Gestein, im wahrsten Sinne des Wortes, ein hartes Gestein auch in der Regel ein guter Schallleiter. Wie genau erzeugen Sie den Schall, den Sie da durchleiten? Ach, das passiert in unterschiedlichster Art und Weise. Das heißt, es richtet sich auch ein bisschen nach den Frequenzen. Das heißt also der Schwingungsdurchgänge, also zeitlichen Durchgänge sozusagen, also der Tonhöhen, würde man in der Musik vielleicht sagen, ja, die ich dort erzeugen möchte. Und danach richtet sich so ein bisschen auch die Methodik, mit der ich die Schallwellen erzeuge. Wenn ich im niederfrequenten Bereich zum Beispiel bin, wieder eine Oberfläche, das heißt von 10 bis 100 Hertz, dort habe ich in der Regel, dort kann ich das mit Sprengungen machen. Das heißt, in Bohrungen wird dort Sprengmittel verbracht und dann zur Explosion gebracht. Das ist eine Methode, sogar mit relativ hoher Qualität dieser Daten. Eine andere, aber natürlich ist es nicht ganz so preiswert, überall Bohrlöcher letztendlich zu bohren, dann auch die Bohrkosten muss man berücksichtigen. Deswegen hat sich über die Vielleicht finden die Leute das auch nicht so cool, wenn ständig irgendwo was explodiert, oder? Das ist sicherlich auch ein Punkt. Gerade im urbanen, also im städtischen Bereich, ist das sicherlich nicht unbedingt die erste Wahl, sondern da setzt man in der Regel dort sehr häufig Vibratoren ein, die ihre Energie über einen längeren Zeitraum, 10, 20 Sekunden lang in den Boden sozusagen anregen und damit die einzelne Schwingungsamplitude relativ klein ist im Verhältnis zum Beispiel zu so einer Detonation, die eine hohe Energie in einem kurzen Zeitraum erzeugt, wird hier die Energie besser verteilt oder über einen längeren Zeitraum verteilt. Das sind kleinere Amplituden, damit entstehen deutlich weniger Schäden. Und man kann vor allem auch diese sogenannte Peak Force, nennt man das, also auch die Amplitude mit der und die Schwingungshöhe, mit der man letztendlich dort diese Wellen erzeugt, auch natürlich genau kontrollieren und steuern. Das ist ein weiterer Vorteil. Das ist sozusagen im niederfrequenten Bereich. Wir arbeiten im Unterthemenbereich mit noch höheren Frequenzen in einige 100 bis einige Kilohertz Bereich, die man auch noch gut hören kann. Das menschliche Gehör geht ja etwa, wenn man das entsprechende Alter noch nicht erreicht hat, bis circa 20 Kilohertz, zumindest sollte es das gehen. Ja. Und insofern benutzen wir dort eine andere Technik, das sind sogenannte magnetodestruktive Vibratoren, das sind also elektrodynamische Schwinger, mit denen ich höhere Frequenzen, aber mit kleineren Amplituden erzeugen kann. Da sehen Sie schon sozusagen, jetzt würde natürlich Ihre Frage sein, warum setze ich denn nicht diese großen Vibratoren ein, die ich an der Oberfläche habe? Die haben ja große Energie. Die eine Antwort ist natürlich, ich habe normalerweise nicht den Platz untertägig, um die einzusetzen. Und zweitens ist natürlich die Aufgabenstellung auch eine andere. Von der Oberfläche reichen mir Auflösungen, da sind wir beim nächsten Begriff. Mhm. Was ist eine Auflösung? Also das heißt, wie klein oder wie groß können Objekte sein, die ich noch mit Hilfe dieser akustischen Wellen erkennen kann. Und das richtet sich ähnlich wie in der Optik, ist alles dasselbe Prinzip, basiert maßgeblich auf der Wellenlänge, die ich im Medium erzeuge, also der Durchgang sozusagen einer kompletten Welle. Und danach richtet sich sozusagen die Objektgröße, die ich beobachten kann. Und die ist wiederum abhängig natürlich von der Frequenz, der Signale, die ich da reinbringe. Das heißt, hohe Frequenzen haben dementsprechend sozusagen auch kleine Wellenlängen und damit kann ich kleinere Objekte auflösen. Jetzt kommt natürlich Ihre Frage, ja verdammt nochmal, warum setze ich dann an der Oberfläche nicht gleich hohe Frequenzen an? Da kommt natürlich wiederum ein anderes Prinzip der Physik bei uns in die Quere, und zwar ist der sogenannte Erdfilter. Das heißt also, niedrige Frequenzen werden über größere Strecken geleitet als hohe Frequenzen. Das heißt, ich muss vorher ganz genau wissen, in welcher Entfernung möchte ich was abbilden und dementsprechend die Wahl meiner Methode und meiner Quelle und auch meiner Sensoren, also meiner Empfänger, müssen entsprechend ausgewählt sein. Deswegen gibt es eben bestimmte Bereiche, auch in der Seismik, die sich da unterscheiden. Ich muss also immer genau wissen, wie tief muss ich gucken, und was möchte ich dort noch auflösen. Und dementsprechend sozusagen, und wie groß sind die Objekte, die ich auflösen möchte, und dementsprechend muss ich die Methode auch wählen, die ich dann anwenden kann. Das heißt aber doch auch, dass Sie
dann irgendwo an ihre Grenzen stoßen, weil sie sagen müssen, die Entfernung desjenigen Objekts, das ich auflösen möchte, ist so weit entfernt, dass ich mit den Frequenzen, die ich dahin schicken kann, nicht mehr dahin komme. Richtig. Richtig. Das ist absolut richtig. Und das ist auch so einer der, wie soll ich sagen, wenn man am Anfang des Studiums ist, einer der Überlegungen, die man relativ frühzeitig eigentlich erkennen muss. Das heißt, welche Aufgaben sind für mich eigentlich lösbar und welche sind es eher nicht. Ja. Und das muss ich natürlich auch dementsprechend den Partnern oder den Kollegen, die solche Methoden noch anwenden wollen und die uns zum Beispiel oder andere aus dem Bereich der Seismik anfragen, auch von vornherein gleich sagen, was ist seriös und was ist nicht seriös. Und zaubern kann man nicht, auch nicht in der Wissenschaft. Was wäre denn nicht seriös? Also wo sind die Grenzen ihrer Arbeit? Das ist eine gute Frage. Da muss ich dann schon diese Grenzen verschieben sich natürlich immer ein bisschen. Und die Auswertemethoden, da sind wir beim dritten wichtigen Baustein, die Auswertung dieser Daten, wird natürlich auch immer besser. Trotzdem kann man die Physik nicht ganz austricksen. Das heißt, wenn Ihnen jemand zum Beispiel verspricht, er kann in 5 Kilometer Tiefe hier im norddeutschen Becken eine Auflösung von 1 Meter oder weniger versprechen, dann ist das meines Erachtens, nach meiner Meinung, eher unseriös zu nennen. Gibt es Leute, die solche Versprechungen machen? Von Hörensagen hört man sowas. Okay. Würde ich mal sagen. Zumindest wird einem das über Dritte immer wieder erzählt. Ich selbst bin damit noch nicht in Berührung gekommen. Aber letztendlich gibt's da einfach gewisse Grenzen und da kann man sowas nicht versprechen. Das geht nicht. Dafür gibt's andere, aber durchaus teure Lösungsansätze. Zum Beispiel, wenn ich eine Bohrung in der Umgebung habe, die eben nah an diesen Objekten sind und bis 5 Kilometer Tiefe dort geht, dann kann ich natürlich wieder andere Sensoren einsetzen, mit denen ich dann näher an den Objekten bin. Und dann natürlich kann ich wieder höhere Frequenzen applizieren oder in den Untergrund abgeben. Und damit kann ich dann wiederum eine bessere Auflösung erzeugen. Das heißt, die Entfernung zum Objekt müsste dann technisch dann eben verringert werden. Dann bin ich wieder in der Lage, solche Auflösungen letztendlich auch zu versprechen. Habe ich das gerade richtig verstanden? Sie benutzen auch Bohrungen, die Sie gar nicht selber gemacht haben im Zweifelsfall? Ja, natürlich. Dafür gibt's auch entsprechende Technik. Da ist schon ein Loch, da schmeißen wir unsere Rüttler rein. Wir schmeißen sie natürlich nicht rein, sage ich mal so, aber wir haben selbst auch eine Sonde entwickelt mit mehreren Vibratoren, die dort aktiv an die Bohrlochwand angekuppelt werden und dann letztendlich zwar nicht in 5 Kilometer, sondern bis 2 Kilometer Tiefe, weil es auch eine Temperaturproblematik da im Untergrund gibt. Mit denen kann man dann wiederum solche hohen Frequenzen dort nah an den Objekten erzeugen und damit kann man dann auch die Auflösung und die Erkennbarkeit von kleineren Strukturen im Untergrund dann wieder realisieren. Was heißt Temperaturproblematik? Naja, viele Geräte sozusagen haben eine gewisse Temperaturlimit. Denken Sie an Ihren Computer und Elektronikteile. In der Regel, was heißt in der Regel, sind die meistens 50, 60, 70 Grad. Oder wenn Sie an Ihre Akkus denken heutzutage, die sind ja noch ein bisschen sensitiver. Das heißt, das ist durchaus eine Problematik. Und jetzt stellen Sie sich in so einem Bohrloch vor, dass wir dort relativ schnell oder häufig in 2 Kilometer Tiefe schon so 80, 90 Grad oder mehr erreicht haben. Kommt immer auf die Region an letztendlich. Normale Elektronik ist dann eher nicht mehr sozusagen so zu benutzen. Und deswegen braucht man wieder Spezialentwicklung oder aktive Kühlung, die letztendlich dann die Elektronik auf weiterhin gewährleistet ist, dass die eben bei 130, 140, 150 Grad auch noch funktioniert. So warm ist das letztendlich da unten dann. Welche Elektronik lassen Sie denn darunter? Sowohl die Schallquelle als auch den Empfänger? Ja, das ist richtig. Das ist so eine Spezialentwicklung, die wir die Jahre letztendlich dann auch untertäglich natürlich vorher im Labor auch getestet haben, bevor man in solche Tiefen und solche Bohrungen geht. Das ist richtig, ja. Also sowohl die Vibratoren als auch die Empfänger sind dann in einem Tool, weil ich natürlich den Weg beiderseitig, das heißt also von der Anregungsseite her zum Objekt, aber auch vom Objekt zum Empfänger natürlich möglich minimieren möchte, also verkleinern möchte, um letztendlich die bestmögliche Auflösung auch mit hohen Frequenzen auch zu erzielen. Aber woher wissen Sie denn dann, wo das Objekt ist? Weil ich hätte gedacht, dass Sie dann, ne, so den Schall aus dem einen Winkel kommen lassen. Da gibt es dann wiederum einen Trick, da sind Sie dann schon relativ speziell. Da gibt es dann eben
Möglichkeiten, untertägig diese Wellen zu steuern. Das heißt, ähnlich wie eine Art Strahl oder wie eine Region sozusagen, die sie präferiert, also vordringlich sozusagen mit akustischen Wellen dann auch beschallen. Das kann man machen über, da sind wir schon bei der Physik, über destruktive und konstruktive Interferenz. Für die Leute, die in der Schule sich noch daran erinnern können, was ich das nicht. Ist. Das bin ich nicht. Denken Sie an diese Spaltexperimente, wo die Wellen durchgegangen sind, Wellentäler, Wellenberge, wo die sich positiv überlagern, wo sie sich letztendlich negativ überlagern. So dieses Wellenmuster, da steckt so alles dahinter. Das heißt, Sie sind nicht gezwungen, jetzt wie zum Beispiel in der Nautik eine Triangulationspeilung zu machen, um zu wissen, wo ist das Objekt eigentlich, das ich da gerade sehe, sondern Sie sehen das aus einer Richtung. Ja, es, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Ansätze. Es gibt Kollegen, die viel darin investieren, letztendlich zum Beispiel natürlichen Noise, also Rauschen zu benutzen, um letztendlich Objekte abzubilden. Ist eine kostengünstige Methode sozusagen, hat aber natürlich auch ihre Limitierung. Ich brauche die Ereignisse und ich brauche eine gute Verteilung letztendlich und trotzdem eine relativ gute Qualität dieser Ereignisse. Unser Konzept sieht eher vor, dass wir die Wellen so designen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir konkrete Fragen an den Untergrund stellen und konkrete Antworten auch dementsprechend bekommen wollen. Wie wäre so eine konkrete Frage und wie wäre das Wellendesign dazu? Naja, die konkrete Frage wäre, wenn ich zum Beispiel in Richtung Norden aus einem Bohrloch gucken will, in einer bestimmten Entfernung mit einem bestimmten Winkel zur Bohrlochachse, dann kann ich bestimmte Phasen, also Winkel meiner Signale einstellen, so dass ich am Ende über solche Muster destruktive und konstruktive Interferenz dieser Wellen letztendlich erzeugen kann. Und dort, wo destruktive Interferenz der Wellen ist, die ich erzeuge, ist die Schwingungsenergie klein. Das heißt, ich bekomme dort keine Antwort aus dem Medium. Und dort, wo sie sich überlagern, konstruktiv, bekomme ich eine große Schwingungsamplitude und dementsprechend natürlich auch eine Reflexion unter Umständen des Untergrundes. Und das kann ich vorher programmieren und einstellen. Das klappt nicht hundertprozentig, ist aber zumindest besser, als wenn man nur in allen Richtungen gleichmäßig scheinen würde. Wir befinden uns sogenannt, das ist eben der große Unterschied sozusagen, alle Anwendungen von der Oberflächenseismik, die wir ja zum Beispiel in der Erdölerkundung haben, von einer Untertageseismik, dass ich mich mit allen Geräten, die ich habe, im Untergrund im sogenannten Vollraum befinde. Vollraum bedeutet für uns, es kann zu jedem Zeitpunkt aus allen Richtungen können Signale kommen. Und das ist logischerweise an der Oberfläche eben nicht der Fall, weil ich ja an der Oberfläche stehe. Und das ist ein sehr großer Unterschied für die Auswertung, aber auch letztendlich für die Technik, die ich anwende. Deswegen sprechen wir von Untertageseismik. Sie schallen aber nicht in jede Richtung, ne? Sie schallen ganz gezielt in eine Richtung. Das ist nicht immer möglich, aber wir versuchen zumindest in Bohrlöchern solche Wellen zu erzeugen. An der Oberfläche, ich rede jetzt von Strecken, also die untertägig sind, Schächten und so weiter, da ist wieder etwas andere Technik und da ist es etwas schwieriger, solche Wellen dann letztendlich auch zu kontrollieren, weil da eine Vielzahl von Effekten oder Einflussgrößen, es gibt zum Beispiel die Topographie, also die Form zum Beispiel und die Struktur des Hohlraumes spielt dabei auch eine gewisse Rolle. Da werden also viele Wellen zerstreut, auch die ich erzeuge und damit wird das Wellenbild, nennen wir das, was abgestrahlt wird, also was in den Raum läuft, wird immer komplexer und immer komplizierter und das macht dann die Auswertung auch wiederum schwieriger und auch die Kontrolle, die wir eigentlich ausüben wollten. Das sind also stark limitierende, also man muss immer wissen, in welchem Hohlraum, in welchem Bereich ich untertägig mich bewege. Ist es ein kleiner Hohlraum einer Bohrung oder ist es entlang einer Strecke, einer sogenannten Galerie oder in einem Schacht? Das ist ein großer Unterschied. Eine Galerie? Ja, im Englischen sagt man auch Gallery dazu, deswegen Strecke ist quasi das Synonym in dem Falle sozusagen eine Galerie. Ach so, okay. Ja, insofern. Sie sagten eben, es gibt Kollegen, die würden Rauschen auswerten. Das heißt, die benutzen Geräusch, das ohnehin schon vorhanden ist oder erzeugen? Korrekt, ja, das ist richtig, ja. Ein gewisses Grundrauschen haben sie ja eigentlich immer. Ja, wir hören sie nicht mit dem Ohr. Da muss ich aber doch wissen, welche Frequenz in meinem Grundrauschen fehlt. Also ich muss doch eigentlich erstmal das Rauschen kennen, bevor ich sehen kann. Ja, es ist dieses Rauschen hat ja auch gewisse Frequenzen letztendlich, dieses Hintergrundrauschen. Und wenn ich eine Vielzahl solcher Ereignisse über einen längeren Zeitraum aufzeichne und ich habe eine relativ große Verteilung meiner Sensoren, bin ich in der Lage sozusagen diese, sag ich mal, Informationen letztendlich für auch eine Auswertung der Struktur im Untergrund auch zu benutzen.
Das funktioniert auch, ja. Das hat aber, wie gesagt, auch durchaus ihre Limitierung. Deswegen werden sie nie sozusagen eine Richtung haben, auch im Rahmen der Seismik, die dann sagt, das ist das Nonplusultra, sondern man muss immer sehen, was ist letztendlich meine Aufgabenstellung, welche Gegebenheiten und welche finanziellen Ressourcen habe ich natürlich. Das spielt auch eine Rolle dabei. Nicht alles, was, wie soll ich sagen, es gibt Methoden, die einfach zum Zuge kommen, auch weil letztendlich das Geld für eine entsprechende Erkundung meistens oder häufig nicht in dem Maße auch vorhanden ist, sondern man sucht immer nach etwas preiswerteren Alternativen, um gegebenenfalls auch die Aussage, die ich haben möchte, auch zu erzielen. Das heißt, nicht immer das High-End ist sozusagen das, was ich letztendlich als Nutzer auch dort haben möchte. Also es kommt immer darauf an, wie die Aufgabenstellung ist. Ist das denn teure Forschung, was Sie machen? Weil ich habe jetzt so die naive Forschung, naja, paar Lautsprecher, paar Mikrofone. Naja, für solchen Bohrloch-Prototypen, da müssen Sie in Entwicklung schon durchaus einstellen im Millionenbereich denken. Das hängt einfach mit den konstruktiven Belangen, mit den mit dem Bau dieser entsprechenden Elektronik, dieser Leistungselektronik, die wir brauchen, dort unter Tage zusammen. Und das sind alles dann in der Regel sehr häufig Spezialanfertigungen und die kosten dementsprechend und die müssen dann auch zusammengefügt werden und am Ende auch in einem System auch funktionieren. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Und da muss noch das Loch gebohrt werden, was wahrscheinlich auch nicht ganz günstig ist. Naja, das ist sicherlich, wir wissen ja selbst in Geothermieprojekten und an anderen Projekten ist generell, sind die Bohrkosten ein sehr wesentlicher Faktor, der letztendlich auch die Machbarkeit von solchen Projekten auch bestimmt. Deswegen ist man natürlich bestrebt, mit jeder Bohrung auch einen Treffer zu landen. Und deswegen braucht man wiederum Tools oder eine entsprechende Prospektion, nennt man das, also Erkundung, dass man weiß, wo ist es denn am erfolgsversprechendsten, solche Bohrungen zu setzen. Und da ist eben die Seismik einer dieser geophysikalischen Methoden unter mehreren letztendlich, die letztendlich dann häufig zum Zuge kommen und meistens auch vielleicht so ergänzend mit anderen Methoden zum Zuge kommt, um einfach die Aussagekraft zu erhöhen. Das heißt, jede geophysikalische Methode hat letztendlich einen physikalischen Parameter, der ausgewertet wird, der also das Medium in der Summe beschreibt. Das heißt, je mehr Parameter, also Werte, ich von dem Medium oder der interessierenden Struktur habe, umso besser kann ich natürlich diese Struktur auch beschreiben und damit auch mein Ziel letztendlich auch treffen und bekommen. Was wären denn andere geophysikalische Methoden als Seismik? Also zum Beispiel magnetische Messungen, das ist eine wichtige Informationsquelle, gravimetrische, das heißt also Messungen des Schwerefeldes. Das sind in der Regel sehr interessante komplementäre Messungen letztendlich auch zur Seismik. Viele Zahl von anderen elektromagnetischen Messungen, die letztendlich dort elektrische Widerstandsmessungen, auch ein wichtiger Parameter. Das sind also alles Größen, die letztendlich so ein Medium im Untergrund besser beschreiben können. Und je mehr ich über das Medium weiß, umso besser ist dann letztendlich auch meine Zielprognose für das, was ich letztendlich dort erkunden will. Wenn Sie Medium sagen, dann meinen Sie ja Gesteinsschicht. Gesteinsschicht, so genau so ist es, ja, richtig. Gesteinsschicht ist richtig. Die wechseln sich ja nun ab, sowohl in der Tiefe als auch in der Breite. Lateral, nennen wir es, seitlich. Lateral, okay. Genau. Gucken Sie sich diese Schichten in ihrer Gesamtheit an oder in Ausschnitten, wenn Sie da drauf gucken? Naja, das kommt natürlich auch wiederum auf die Aufgabenstellung an und deswegen, welche Methode ich benutze, mit welcher Auflösung und dann bekomme ich dann sozusagen natürlich auch Informationen aus einem größeren Abschnitt der Erdkruste zum Beispiel. Ich habe selbst mal angefangen sozusagen mit Weitwinkelseismik. Dort haben wir ein großes Profil von Skandinavien bis in die Ukraine sozusagen durchgemessen, um letztendlich dort den Aufbau dieser Kruste letztendlich dort im Frühstadium der Erde letztendlich zu studieren. Das heißt, dort hat man mit Wellenlängen gearbeitet, die Hunderte bis vielleicht sogar Kilometer Wellenlänge letztendlich liegen. Das heißt, damit kann ich also sehr grobe Strukturen, aber eben über Tausende von Kilometern letztendlich entlang von solchen Profil, also eine Art Profilschnitt der Erdkruste wird dort sozusagen gemessen. So weit kann das gehen. Das kann sogar eben bei den Seismologen mit noch größeren Wellenlängen wird dort gearbeitet, letztendlich um den Kernbereich zum Beispiel oder Mantelbereich oder Übergangszonen letztendlich zu analysieren. Und das kann bis letztendlich das, was wir jetzt auch machen, in den ingenieursseismischen Bereich, wo es dann um sehr kleinräumige Objekte im Submeterbereich auch durchaus liegen kann, kann das wirklich so gehen. Also so weit ist das Spektrum letztendlich der Methoden, die man für solche Erkundungen, je nachdem wie die Aufgabenstellung ist, benutzt. Bevor wir zur Weitwinkelseismik kommen, Sie haben eben das Wort Schwerefeld einfach so beiläufig gesagt.
Ich dachte, Schwerkraft wäre immer gleich. Nun nageln Sie mich nicht fest. Sie kennen ja sicherlich oder haben vielleicht mal von der Potsdamer Kartoffel gehört. Ja. Ja, genau. Und da ist ja quasi... Für alle, die es noch nicht gehört haben, die Erde ist keine Kugel, sondern die Erde ist tendenziell geformt wie eine Kartoffel. Und das haben die Kolleginnen und Kollegen am GFZ. Genau, also wir haben sozusagen in der Erde... die Erde ist sozusagen kein symmetrischer Körper in dem Sinne, dass dort alle schweren Objekte gleichmäßig verteilt werden, sondern wir haben einfach aufgrund der Entstehungsgeschichte und auf anderer Basis anderer Prozesse eine gewisse Verteilung von unterschiedlich schweren Materialien im Untergrund. Und die führen natürlich dann zu unterschiedlichen Anziehungskräften auch, lokal, in etwas größeren Skalen. Und dadurch ergibt sich eben dann auch, etwas überholt dargestellt, auch diese von der Kugel abweichende letztendlich Form der Erde. Und aufgrund dieser unterschiedlichen Verteilung dieser schweren Objekte ergibt sich das einfach. Jetzt die Weitwinkel-Seismik. Wie genau, das ist jetzt die Frage nach dem Arbeitsalltag so ein bisschen, wie genau haben Sie das gemacht? Sie haben eine riesige Bombe in Skandinavien gezündet und überall standen Mikrofone und die haben die Reflexion aufgenommen. Wahrscheinlich nicht. Der Vergleich ist nicht ganz falsch. Bei den Messungen, wo ich selbst beteiligt war und nicht nur die Datenauswahl gemacht habe, war es so, dass in der Regel bis 3 bis 4 Tonnen TNT dort auf 12 bis 15 Bohrungen verteilt worden ist. Gerade in Weißrussland und der Ukraine wurde da mit großen Sprengmitteln gearbeitet und da hebt sich dann vor allem doch die Erde schon ganz schön an. Solche Energiemengen wurden dort erzeugt, um letztendlich bis in den Erdmantel da auch reingucken zu können. Schauen Sie dann in so einem Fall, also wenn Sie dann diese Weitwinkelseismik machen, an, wird der weite Winkel erst hinterher in der Datenauswertung, kommt der erst zustande oder müssen Sie auch vielen einzelnen Punkten sozusagen die Sprengung durchführen? Die Sprengungen werden in einigen 10 Kilometer Abständen durchgeführt und in dem Fall war es so, dass die seismischen Stationen, also die Empfänger, etwa 3 Kilometer Abstand zueinander auf einer Linie angebracht sozusagen diese Messung auch diese Wellen aufzeichnen und deswegen sagt man auch Weitwinkel, weil natürlich dann ich habe große Distanzen, die ich dort oder Tiefen, die ich analysieren will und deswegen tauchen auch die Wellen in größeren Distanzen auch wieder auf und deswegen müssen solche Profillinien meistens so 250, 300 Kilometer noch länger, um dann diese ganzen Wellen in ihren unterschiedlichen Reflexionsereignissen, aber auch Tauchwellen, nennen wir das sozusagen, die durch die Medien oder an den Grenzschichten gelaufen sind, auch wirklich erfassen zu können. Und das wird dann invertiert und daraus kann ich mir dann solch Schichtenmodell dann letztendlich modellieren oder man könnte auch Lachs sagen, basteln letztendlich, die letztendlich dann diese Wellen abbilden mit ihrer Laufzeit und im besten Fall auch mit Amplituden, so dass ich dann quasi ein Modell des Untergrundes mir bilde, das natürlich auch nur eine Eigenschaft abbilden kann, die ich natürlich auch gemessen habe. Das heißt also in dem Fall zum Beispiel die akustische Wellengeschwindigkeit. Gibt es, ist vielleicht ein bisschen blöder, ein etwas despektierlicher Begriff, aber gibt es so eine Art Trittbrettfahrer dann auch, dass sie sagen, so passt mal auf, Freunde, wir machen jetzt hier eine Weitwinkelseismik von Skandinavien bis zur Ukraine, wir zünden alle 10 Kilometer 4 Tonnen TNT und dann kommen jede Menge andere Forscher und sagen, ach, da komme ich auch mal eben mit und halte meinen Lautsprecher oder mein Mikrofon mit an den Boden, um auch noch ein paar Erkenntnisse zu gewinnen. Ja, das ist sicherlich passiert relativ häufig, zumindest wenn auch andere Kollegen, die in lokale Stationen, zum Beispiel Seismologen dort haben, die sicherlich solche Ereignisse auch gerne mit aufzeichnen. Das ist keine Frage. Und auf jeden Fall eine Vorinformation, dass da auch was stattfindet, ist sollte in der Regel immer stattfinden. Damit die Kollegen, die Erdbeben messen, nicht... da sich nicht wundern und die Datenqualität letztendlich dann... Also weil wir gerade bei den Trittbrettfahrerei waren. Haben Sie eigentlich was davon, dass es Erdbeben gibt? Oder sind das so zufällige Ereignisse, dass Sie da sowieso keine ordentliche Datenqualität haben? Ich habe mich ja selbst für die Seismik eher entschieden, aber der Bereich der Seismologie ist natürlich ein sehr großer und sehr wichtiger Bereich, die Erdbebenforschung. Und damit hat letztendlich auch alles mal angefangen, letztendlich. Ne? In den 1870er Jahren des 19. Jahrhunderts wurden ja erste Ereignisse auch registriert, auch in Potsdam natürlich, eines Bebens in Japan. Und das waren natürlich damals schon richtige Highlights gewesen. Ne? Also letztendlich hat das Ganze eher mit seismologischen Untersuchungen angefangen, bevor man letztendlich wahrscheinlich angefangen hatte, selber solche Ereignisse zu erzeugen. So könnte ich mir das, oder nach meinem Wissen,
In dieser Reihenfolge ist es eher gewesen. Das würde aber dann auch bedeuten, dass letztendlich sie sich über jedes Erdbeben freuen würden. Also ihre Zunft. Ja, auf jeden Fall. Naja, also Es hat sowas Makabres, natürlich. Es ist so, dass einerseits man die Schäden und die Verluste nicht ignorieren kann. Andererseits natürlich diese Ereignisse uns Aufschluss auch letztendlich über die Struktur der Erde auch geben. Und wahrscheinlich besser als mit jeder Sprengung, die sie erzeugen können, weil das. Ja, so große Sprengungen möchten sie lieber nicht erzeugen, ja, als dass sie dort eine ähnliche Wirkung erzeugen möchten. Und insofern, weil solche Erdbeben haben natürlich immense Energien auch. Gerade größere Ereignisse. Können Sie da tatsächlich vom einen Ende der Erde ins andere Ende der Erde gucken? Ja, sicher, ja, das sehen Sie ja schon an der Registrierung, an der Winkel, an den Winkeln sozusagen der Ereignisse, die damals schon im 19. Jahrhundert aufgezeichnet wird, ein japanisches Beam, das in Potsdam aufgezeichnet wird, da sehen Sie letztendlich, wie groß diese Winkeldistanzen sind. Was genau sehen Sie, wenn Sie ein Erdbeben angucken, beziehungsweise anhören, ne? Sie hören ja eher. Ja, ich sehe natürlich sogenannte, ähnlich wie bei auch allen anderen Wellenarten, eine Kompressionswelle. Also die kommt meistens auch zuerst, eine relativ starke Scherungswelle und natürlich auch eine Oberflächenwelle, die sich dann ausbreitet an der Oberfläche und meistens auch natürlich die großen Schäden, das dann nicht verursachen tut. Das heißt, es sind unterschiedliche Wellenarten, die bei, egal welches Ereignis ich letztendlich erzeuge, die sich meistens ausprägen dann letztendlich. Also eine schnelle Kompressionswelle, das heißt, die Wellen, die Teilchen, die sich da vorstellen, also die einzelnen Elemente schwingen quasi in Ausbreitungsrichtung der Welle. Ja. Die Scherungswelle, wie der Name schon sagt, da schwingen die Teilchen sozusagen quer dazu, richtig. In der Regel sind die dann auch deutlich oder langsamer als die Kompressionswellen. Und solche Oberflächenwellen, die bilden sich dann beim Eintreffen solcher Wellen an der Oberfläche oder bei der Erzeugung letztendlich aus. Da gibt es unterschiedliche Arten wieder, die sich auch in der Schwingungsrichtung entlang dieser Oberfläche unterscheiden. Also es gibt verschiedene Arten dieser Wellen, die man aber auch dann dementsprechend, da ist wieder eine weitere Unterteilung, in Spezialwissen, bestimmte Kollegen werten zum Beispiel vor allem Oberflächenwellen aus und benutzen die letztendlich dann für Erkundungsmethoden zum Beispiel. Auch das gibt es. Das ist unterschiedliche Wellenarten geben unterschiedliche Antworten wieder. Haben Sie denn dann da letztendlich immer eine Batterie von Standardmikrofonen in der Erde stecken für den Fall, dass ein Erdbeben kommt, sodass Sie dann auch entsprechende geologische Daten aus diesem Zufallsereignis ziehen können? Wie gesagt, ich bin selber kein Seismologe, aber letztendlich, wir bewegen uns also dort auch meistens im niederfrequenten Bereich, also im einigen Herzbereich letztendlich oder sogar noch weniger. Und dafür gibt es dann wiederum entsprechende Geräte, die dort besonders sensitiv sind. Manchmal möchte aber auch man auch das gesamte Spektrum, also Breitband, aufnehmen. Das hat viele Vorteile, wenn ich eben ein großes Spektrum, also ein großes Signalspektrum, so eine Signalfrequenz des gesamten Ereignisses auch aufzeichnen kann, kann ich den Prozess der Erzeugung und der Ausbreitung der Wellen sozusagen natürlich besser wieder verfolgen. Und für jeden dieser Frequenzbereiche gibt es meistens einen Sensor oder einen bestimmten Typus von Sensoren, der besonders sensitiv für diese Frequenzen ist. Und den wählt man sich dann in der Regel aus. Welche geologischen Zustände kann ich denn bei so langen Frequenzen überhaupt sehen? Wie gesagt, ich bin kein Seismologe, aber stellen Sie sich einfach mal vor, Grundregeln letztendlich, wenn ich dort eine große Wellenlänge habe, ist natürlich, dass so ein Erdbeben sich vielleicht auch nicht so als Punkt vorstellen, sondern Sie wissen ja selbst, größere Ereignisse breiten sich letztendlich von großen Störungszonen aus. Ja. Das heißt also auch wir nennen sowas Erdbebenherd, ist in der Regel nicht einfach nur ein Punkt, sondern das ist komplexer, es ist größer. Einige hundert Kilometer lange. Und deswegen sozusagen ist dort wiederum, spiegelt sich sozusagen auch die Frequenz, die ich über die großen Distanzen abbilde, natürlich auch den Mechanismus letztendlich in gewisser Weise auch wieder. Das ist vielleicht gut, aber ist letztendlich auch eine Grenze letztendlich, die ich dort. Insofern haben Sie recht, dass diese Wellenlänge natürlich gewisse Limitierungen, also die große Wellenlängen, auch aufwerfen tut. Also man kann, es ist nicht ein Wünsch dir was, sondern man muss das Beste letztendlich aus der Physik und aus dem der Ausbreitung, den Ausbreitungseigenschaften, die solche Untergrund hat, das Beste daraus machen, was man bekommen kann. Wie genau können Sie denn eigentlich, wenn Sie jetzt so in den Untergrund schallen, erkennen, um was für ein Gestein, blöd gefragt, können Sie Gold finden?
Ja, wie gesagt, der Physiker oder Geophysiker würde jetzt erstmal denken, erste Frage, worin unterscheidet sich Gold von anderen Medien, die in dem Umfeld sich bewegen? Ne? Also welche Dichte. Physikal, genau, richtig, zum Beispiel, das ist, also, und Sie wissen selbst, wenn die Dichte eine Rolle spielt, welche Methode könnte man dann zum Beispiel nehmen? Sie reden mit einem Medienwissenschaftler. So. Ja, ja, aber Sie waren ja schon auf dem richtigen Weg. Das heißt sozusagen die Schwere, richtig, zum Beispiel. Gravimetrie wäre zum Beispiel eine Methode sozusagen. Mhm. Ne? Man muss also immer gucken, welcher physikalische Parameter unterscheidet sich sozusagen. Wer hilft uns zu unterscheiden Gold von etwas anderem? Das heißt, ich wäre mit Gravimetrie besser dran als mit Seismologie. Seismik. Also wie gesagt, es kommt immer drauf an, letztendlich zum Beispiel in welcher, wie hoch die Anlagerung oder die Verteilung dieses Goldes sozusagen am Untergrund ist. Also wie hoch ist wirklich dieser Dichteunterschied? Es kann natürlich auch Dichteunterschiede sind für die Seismik natürlich auch interessant, weil die ja eine Amplitude, eine Reflexionsamplitude zusammen mit der Schallhärte, also mit der Schallgeschwindigkeit. Und wenn das Medium quasi zum Beispiel das Gold sich in einem anderen Wirtsgestein befindet, das wiederum eine andere Charakteristikum hat als das andere Gestein ringsherum sozusagen, dann können wir natürlich auch die Seismik wieder nehmen. Das heißt also, ich muss genau fragen sozusagen, welches geologisches Grundmodell steckt letztendlich dahinter, und dann kann ich auch den entsprechenden Methodenmix letztendlich suchen, der optimal für diese Aufgabenstellung dann letztendlich geeignet ist. Kommen wir zum Bergwerk. Was ist das für ein Bergwerk, das da seinen Geburtstag feiert? Ja, das ist sicherlich eines der ältesten Bergwerke, oder zumindest die Region eines der ältesten Bergbauregionen in Deutschland. Die Reiche Zeche befindet sich ja dort in Freiberg. Das Ganze hat mit dem Silberbergbau angefangen, vor einigen Jahrhunderten, 800 Jahren letztendlich schon. Daher ist Freiberg auch relativ reich geworden. Später wurden andere Mineralien dort gefunden, die assoziiert, also in Begleitung mit dem Silber letztendlich dort waren. Das Ganze ging bis Anfang des 20. Jahrhunderts letztendlich, wurde dort also aktiv dann auch Bergbau betrieben. Die TU Bergakademie Freiberg ist, zumindest habe ich es genannt, ja die älteste oder eine der ältesten montanen Universitäten der Welt. Der Agricola, sagt Ihnen ja vielleicht wahrscheinlich auch was, hat da auch gewirkt. Das heißt, es hat also eine lange, sehr lange Historie. Und umso glücklicher war letztendlich auch der Umstand, dass nach dem Schließen des Bergwerks oder des aktiven Betriebes, dass letztendlich die Reiche Zeche unter anderem letztendlich in den Besitz der Universität dann übertragen worden ist als Lehr- und Forschungsstätte. Und davon profitiert sicherlich Freiberg, die Universität dort entsprechend. Sie sagten gerade, 100 Jahre Reiche Zeche, mit dem Silberbergbau angefangen. Wir hatten vorhin den Begriff der Exploration. Also ich gucke irgendwie in den Boden, um zu sehen, ob es sich lohnt, danach irgendwas zu graben. Das kann ich mir bei Öl jetzt ganz gut vorstellen, weil das sind riesige Kavernen, in denen Öl schwimmt. Das sieht man irgendwie. Aber Silber, das sind ja vergleichsweise kleine Adern. Wie exploriert man sowas? Naja, vor allen Dingen, wie hat man es damals exploriert? War das ein Zufall? Naja, vor einigen Jahrhunderten ist man eher sozusagen vom Erfahrungsschatz ausgegangen. Ja. Das heißt, ich hatte ein gewisses Modell, letztendlich würde man heutzutage sagen, der Strukturen, an denen letztendlich diese Silbererze gebunden sind. Das heißt, ich hatte Erfahrung sozusagen, von einem Punkt auf den nächsten Punkt zu schließen. Ja. Das hat häufig geklappt. Also bevor man das Wort Modell eines Untergrundes kannte, hatte man letztendlich eine gewisse Erfahrung. Also hier liegen bestimmte Steine rum, die genau, immer rum. In der Regel ist es so, zum Beispiel ist es assoziiert, wenn man das in Verbindung mit anderen Gesteinen letztendlich, und wenn ich die finde, ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich letztendlich auch silberführende Gesteine finde. Und nach diesem Erfahrungsschatz, der dann immer tradiert worden ist, also immer weitergeleitet worden ist, ist man sicherlich einige hundert Jahre in der Nähe der Oberfläche natürlich relativ gut gefahren. Da war ja der Aufwand auch etwas geringer. Später musste man ja natürlich immer tiefer gehen, dass dann auch andere letztendlich Herausforderungen dann mit sich gebracht hat. Allein diese ganze Wasserwirtschaft, die sehen. Also das heißt, Wasser, sagt man, ist der Freund des Bergmanns, aber auch andererseits hasst er ihn auch. Er benutzt ihn letztendlich zu Antrieben, um letztendlich auch
Menschen zu transportieren, zum Beispiel Energie zu erzeugen. Aber andererseits ist es eben auch, Wasser ist auch störend. Ich muss es damit irgendwo hin, ansonsten komme ich nicht in größere Tiefen, weil das Wasser ja da unten anstehen tut. Also ja, ich muss Wasser wegtransportieren, aktiv, damit ich dann letztendlich in die größeren Tiefen komme. Insofern ist die Wasserwirtschaft also im Bergbau immer ein großes Thema. Und in Freiberg war es dementsprechend natürlich auch der Fall. Und ja, später, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja. Erkundung, wie gesagt, da steckt auch so ein bisschen dann auch der Erfahrungsschatz drin. Häufig sind solche Lagerstätten, also Anreicherungen solcher interessanten Ressourcen an bestimmte Genesen, also Bildungsprozesse gebunden. Zum Beispiel brauche ich Wasserwege, wo dann größere Konzentrationen sich anlagen. Das heißt, Wasserwege heißt schon, wo können dann Wasser fließen. Wasser fließt meistens nicht nur im intakten Gestein, sondern in der Regel entlang von Störungen. Das heißt, aha, Störungen, das heißt, das sind Diskontinuitäten, das heißt, also das Gestein ist irgendwo zerbrochen. Und solche zerbrochenen Bereiche sozusagen kann man wiederum erkunden. Das heißt, nicht jede gestörte Struktur ist zwangsläufig dann silberführend, aber es ist zumindest ein weiterer Hinweis darauf, dass dort etwas sein könnte, sagen wir es mal so. Sie suchen also nicht nach Silber, sondern Sie suchen nach günstigen Bedingungen für Silber. Korrekt. Und da bohren Sie dann halt dann tatsächlich physisch rum, um zu sehen, ob da wirklich Silber ist. Ja, bohren würde man normalerweise im zweiten Schritt. Und zuerst sollte man gucken, dass ich großflächig das vielleicht erkunde und dann die Bohrung wieder an die richtige Stelle setze. Nee, das meine ich mit. Genau, also richtig. Ja, dann richtig. Bohren, um zu gucken, woraus das Gestein wirklich besteht. Das sollte unsere Aufgabenstellung sein. Manchmal ist es auch so, dass die Kollegen dann vorher schon anfangen zu bohren, aber das ist immer so. Ja, das ist auch immer meistens eine Kostenfrage. Und was ich natürlich selber in der Hand habe, das heißt also, was ich erbohrt habe und in die Hand nehmen kann, dem traue ich sozusagen auch als Mensch natürlich erstmal mehr als irgendwelchen physikalischen Modellen, die ich habe, die also theoretisch durch Messdaten zwar gemessen worden sind, aber ein Stück Gestein in der Hand zu haben und das selber zu sehen, ist immer etwas anderes noch. Ich denke gerade, ist das Wissen darum, dass der Erdkern aus Nickel und Eisen besteht, auch nur ein physikalisches Modell? Oder wissen wir das? Weil wir haben da ja noch nicht so hingebohrt, ja, ne? Das fragen Sie einen Geophysiker sozusagen, dessen Antwort natürlich klar sein muss, dass er natürlich seinen Daten und seinen Messungen letztendlich auf Vertrauen tut. Ja. Das ist nicht nur eine Frage natürlich des Vertrauens. Sehen Sie, Sie können sich das auch so vorstellen, als Wissenschaftler engt man häufiger den Modellraum sozusagen ein. Das heißt, in der Regel, ein guter Wissenschaftler wird immer Skepsis haben. Das heißt also, welche anderen Ursachen kann das Ganze auch noch haben? Und wenn ich, nachdem ich alles andere reduziert habe, nur noch zu einer Lösung letztendlich komme, die mir meine Messdaten erklären tut, dann ist es wahrscheinlich die Lösung. Das ist der Sherlock-Holmes-Ansatz. Ja, genau so ist es. Richtig. Das heißt, wir gehen weiterhin davon aus, dass wir einen Kern aus Nickel und Eisen haben. Hm, ja. Okay. Zurück zur Zeche. Die haben mit Silber angefangen, sagten Sie. War das zum Schluss kein Silberbergbau mehr? Nein, das Silber, Sie müssen sich ja mal vorstellen, auch heutzutage würde man wahrscheinlich, oder wird man auch Silber antreffen, aber das ist immer die Frage, wie hoch ist der Aufwand, wie groß ist der Kostenaufwand und wie angereichert ist letztendlich das Silber dann noch? Ne? Später gab es ja eben andere Mineralien, Galenit und also Bleiverbindungen zum Beispiel, die da drin sind, die für uns als Normalnutzer vielleicht nicht so gegenwärtig sind wie Silber, wo jeder dann letztendlich goldene Augen, würde ich schon sagen, also ja, Silber einen Blick kriegt und sagt, und damit kann ich was anfangen und das hat für mich einen Wert. Und es gibt ja viele Rohstoffe, die im Untergrund wichtig für die chemische Industrie sind, für andere Veredelungsprozesse. Nehmen Sie zum Beispiel heutzutage das Thema Batterien und so weiter, was wir da alles an mineralischen Rohstoffen brauchen, das ein Riesenproblem in der Zukunft darstellen kann. Das heißt, wo will ich diese ganzen Mineralien herkommen? Wie recycle ich die ganze Sache sozusagen, dass das nicht nur eine Einbahnstraße wird? Da sind wir so schnell letztendlich an Verwertungsketten, an diesen ganzen Begriffen dran, die uns durchaus in der Zukunft doch eine Menge Probleme sozusagen bereiten können. Und insofern war das Leben eines Bergmanns sozusagen, der nach Silber nur gesucht hat, ein relativ eindeutiges Leben. Und Silber hatte einen gewissen Wert damals, hat heute auch seinen Wert. Und damit kann jeder etwas anfangen. Aber es gibt eine Vielzahl von Metallen, die für uns oder metallischen und Rohstoffen, die wir, auch wenn es nur Kleinstbestandteile sind, ja, heute zum Beispiel Geräte,
ihre Geräte, die sie da haben, so nicht funktionieren würden. Das sind in der Regel geringe Mengen, aber das ist kann durchaus eine Herausforderung sein, die dann auch zu finden. Coltan ist in jedem Handy und solche Sachen, ne? Ja, ja. Insofern stellt sich sozusagen diese Frage eines modernen Bergbaus, wie man den aufstellt, und vor allem es ist eine sehr komplexe Sichtweise, die man da haben muss, um letztendlich diese Rohstoffsicherheit, die wir ja alle letztendlich irgendwo brauchen, auch zu gewährleisten. Das sind nicht nur technische, das sind natürlich auch politische Aspekte. Das heißt, das gesamte Spektrum, was man sich vorstellen kann, spielt dann eine gewisse Rolle. Dass jetzt das reiche Zeche erst Silber ausgespuckt hat, dann irgendwann noch andere Mineralien ausgespuckt hat, die man auch gut gebrauchen könnte. Ist das Zufall oder ist das eigentlich normal, weil da, wo ich Silber finde, finde ich auch die ganzen anderen interessant. Ja, das ist sicherlich, ich bin kein Rohstoffkundler, aber es ist klar, dass sowas kein Zufall ist. Das kann kein Zufall sein, sondern es hat natürlich immer eine genetische Ursache. Das heißt, bestimmte Bildungsbedingungen, bestimmte physikalische Prozesse, die letztendlich zu einer Anreicherung gefügt haben. Und sehen Sie mal, das Erzgebirge heißt ja nicht umsonst Erzgebirge. Da haben sich die Leute ja schon was gedacht. Und der zweite Standort ist sicherlich in Deutschland auch in der Historie auch, ja, da lachen Sie, ja, ist natürlich der Harz. Ich habe ja auch im Harz studiert, ich habe zuerst in Freiberg studiert und später in Clausthal-Zellerfeld. Insofern habe ich zwei dieser Standorte, die geschichtsträchtig sind, letztendlich besucht und konnte ich auch ein bisschen kennenlernen letztendlich. Und wenn man sich mit der Historie beschäftigt, wie was miteinander zusammenhängt, auch in der Geschichte, also wo die entsprechenden Münzen geprägt worden sind, wer hatte welches Geld zur Verfügung, was brauchte ich für eine entsprechende Verhüttung und so weiter, wo sind die Wälder des Harzes hin und so weiter. Also alles hängt miteinander zusammen. Wir leben in einer Kulturlandschaft, die letztendlich sehr weit zurückreicht, und da sind solche Leuchttürme wie zum Beispiel die Reiche Zeche im Erzgebirge, aber auch letztendlich in Goslar, wenn Sie sich das Schaubergwerk dort betrachten, natürlich Blicke in die Historie, die für uns immer noch sehr, sehr wertvoll ist. Und da verstehen wir letztendlich, warum wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind, und welche vielleicht Probleme wir in der Zukunft, vorgenannt sozusagen Rohstoffgewinnung oder Rohstoffsicherheit herstellen, letztendlich in der Zukunft auch reinlaufen können. Um das kurz aufzuklären, warum ich eben gelacht habe, das war ein beschämtes Lachen, weil ich tatsächlich, ich werde dieses Jahr 50 und habe mir tatsächlich noch nie Gedanken darum gemacht, warum das Erzgebirge Erzgebirge heißen könnte. Ja. Ja, ich hoffe, dass es nicht nur mir so ging, falls doch, dürft ihr... Naja, sehen Sie mal, im früheren Zeitalter war ja die Erzgewinnung letztendlich und der Bergbau, ich will ja heutzutage keinem nahe treten, aber deutlich stärker sozusagen in der Gesellschaft verankert als heutzutage. Wir sehen ja die ganze Rohstoffproblematik und letztendlich das, was wir letztendlich dort als Mensch aus dem Untergrund brauchen, aber letztendlich auch, was wir damit erzeugen als Kulturlandschaft im positiven wie auch im negativen Sinne. Ewigkeitskosten, ne? Ja. Hängt uns natürlich sozusagen immer nach, und sobald der Mensch etwas braucht, dann verändert er natürlich dann auch die Natur, und im besten Fall kann man nur hoffen, dass sich immer ein neues Gleichgewicht einstellt auf die lange Zeit. Ist Bergbau überhaupt noch was hier bei uns ja großartig durchgeführt wird? Also, weil man hört immer, ne, wenn es dann um die seltenen Erden und solche Dinge geht. Afrika, China, aber hier in Deutschland hört man selten das. Naja, in dem Augenblick, wo letztendlich die Kohle oder der... Ich meine jetzt ausgerechnet mal nicht Kohle, weil das ist so was man sofort sieht. Ja, aber wir denken an die Steinkohle, haben wir ja zumindest auch untertägig arbeiten, und das hat natürlich große Teile des Wohlstands letztendlich auch in Nachkriegszeiten und auch Vorkriegszeiten letztendlich dann in Deutschland auch generiert. Von da aus her ist es ein Riesenwirtschaftsfaktor gewesen, wo man jetzt nicht nur noch diese Klimaproblematik jetzt am anderen Ende sieht. Aber wie gesagt, man muss immer sehen, von wo kommen wir und wo letztendlich gehen wir am Ende hin. Und Kohle ist nur ein Aspekt letztendlich, ne? Die Erze sind ein anderer Aspekt, der zukünftig ja eher eine große Rolle spielen wird, und den Energiewandel sozusagen. Wir sehen das ja über die Batterienproblematik oder Akkumulatorenproblematik, stellen sich 40, 50 Millionen PKWs mit Akkumulatoren in Deutschland fahren, allein in Deutschland. Welche Konsequenzen das auf dem Rohstoffmarkt letztendlich hat, das ist ein Aspekt, aber wir haben in Deutschland auch durchaus noch größere Werke. Denken Sie zum Beispiel an die gesamte Düngemittelproduktion, Steinsalz, Kalisalz,
Stimmt, Salz ist ja auch Bergbau. Ja, das ist richtig. Das wird für, man denkt immer, zum Beispiel beim Steinsalz ist so, ja, klar, ich weiß, wofür ich es brauche, ne? Fürs Ei. Für das Ei zum Beispiel. Aber wie gesagt, wenn wir mal wieder einen strengen Winter haben sollten, sozusagen, Streusalz ist auch ein gewisser Wirtschaftsfaktor. Und denken Sie dann an die ganzen Düngemittelproduktionen, Kali. Salz, das natürlich auf dem Weltmarkt auch entsprechend dann auch gehandelt wird und das natürlich auch eine große Rolle letztendlich bei der Produktion landwirtschaftlicher Güter letztendlich spielt. Insofern haben wir da doch größere Bereiche, die doch derzeit in Deutschland auch im Betrieb sind. Ist ja eigentlich ganz witzig, dass sowohl die Vergangenheit unserer Energieerzeugung als auch deren Zukunft unter Tage liegt. Ne? Zumindest teilweise, ja, das ist richtig. Und wir das natürlich aus dem täglichen Leben etwas verdrängt haben und wir da nur einen gewissen Aspekt immer sehen, der dann vielleicht mit Kohle zusammenhängt, aber das letztendlich Energiewandel zu gestalten, am Ende auch heißt letztendlich entsprechende Rohstoffe sicher zur Verfügung zu stellen, heißt, das ist die andere Seite. Das heißt, es ist immer ein Abwägungsprozess und das meines Erachtens, das ist meine persönliche Meinung, gibt es da nicht immer nur den einen Weg, sondern die Zukunft sieht auch in der Energiewirtschaft eher vielfältig aus. Das ist jetzt ein typischer, vielleicht politischer Satz, aber es ist aber letztendlich die Wahrheit. Es ist nicht die einfache Lösung, die schnell propagiert wird, sondern es ist eine nachhaltige, zukunftsfähige Energieversorgung und Rohstoffversorgung letztendlich zu gewährleisten, ist ein äußerst komplexes Feld. Und Menschen oder Leute, die ihnen schnelle und einfache Antworten geben, naja, also wie gesagt, wäre ich sehr vorsichtig. Haben wir in Deutschland oder sagen wir mal Westeuropa ist wahrscheinlich das interessantere Gebiet, um das geologisch dann zu betrachten, haben wir genügend Rohstoffvorkommen, um unsere Energieerzeugung der Zukunft, also Solarakkumulatoren und sowas, selbstständig zu wuppen oder wie, brauchen wie gesagt, wir wie gesagt, Sie fragen hier einen Seismiker und ich bin kein Lagerstättenkünter. Ich kann da insofern immer nur sozusagen meinen Blickwinkel und ein Schlaglicht aus meinem, aus meiner, ja, wie soll ich sagen, aus meiner Sichtweise insofern, dass wir als Rohstofferkundler oder als Methodenentwickler für Rohstofferkundler zum Beispiel eben gewisse Teileinblicke, möchte ich es mal nennen, einer bestimmten kleinen Spalt letztendlich da nur sehen und insofern ist die Antwort wie häufig Jein letztendlich. Ja. Also für bestimmte Bereiche gilt das sicherlich und das Ganze ist ähnlich wie in anderen Bereichen auch immer eine Frage des Kosten-Nutzens. Das heißt, bestimmte Rohstoffe haben wir natürlich nicht so ausgeprägt hier in Europa wie in anderen Weltregionen. Und der andere Aspekt ist, selbst wenn wir die hätten, ist es meistens auch eine Kostenfrage. Das heißt, es ist in der Regel aus China zu importieren als zum Beispiel. Als so, aber dann muss man auch am Ende natürlich auch politische Kosten am Ende auch mit einrechnen, die natürlich dann auf der anderen Seite auch dort mit in die Waagschale fallen. Das heißt, es ist auch wiederum keine einfache Antwort, sondern ist von verschiedenen Prozessen letztendlich abhängig. Zurück zum Bergwerk. Was passiert denn da heute eigentlich noch? Wie gesagt, es heißt ja Forschungs- und Lehrbergwerk. Wow. Das heißt, dort finden also eine Vielzahl von Aktivitäten statt, wo das GFZ, also das Deutsche Forschungszentrum, Geoforschungszentrum, nur ein Player sozusagen, ein Spieler sozusagen dort untertätig ist. Aber wir sind eben seit über 20 Jahren dort schon aktiv. Dort findet sind verschiedene, wir nennen das mal Forschungsstände letztendlich dort untergebracht, in dem bestimmte Teilaspekte des Bergbaus heutiger Methoden getestet wird. Getestet heißt sozusagen nicht nur im Forschungsprojekt, sondern das ist eben die Verbindung von Forschung und Lehre. Dort wird sie auch wirklich praktiziert. Das heißt, ich habe Forschungsprojekte, an denen aber auch Studenten letztendlich in der Lehre auch mit beteiligt werden. Und das Beste ist vor allem, sie lernen das sozusagen unter, wir wollen das nicht neudeutsch, aber wir wollen es in der Wissenschaft immer als realitätsnah bezeichnen. Das jetzt auch wirklich jetzt, weiter. Das ja, realitätsnah heißt also unter den Bedingungen, wie sie untertäglich auch letztendlich anzutreffen sind. Das ist auch für uns natürlich ein relativ wichtiger Aspekt als Wissenschaftler oder anwendungsnahe arbeitende Wissenschaftler, dass wir nennen das Testräume, Validierungsräume brauchen. Das heißt also, ich kann mir in Potsdam etwas Schönes überlegen, ich kann etwas entwickeln, ich kann eine Software programmieren oder sonst irgendwas oder ich kann in die Werkstatt gehen oder ins Elektroniklabor und kann dort den Kollegen, sagen wir mal, mit den Kollegen zusammen irgendwie etwas versuchen zu entwickeln,
was vielleicht funktioniert, aber vielleicht auch nicht funktioniert. Und deswegen brauche ich, nachdem ich solche Ideen oder etwas entwickelt habe, einen Testraum. Ich kann damit nicht in ein untertägiges Bergwerk sofort gehen, weil, stellen Sie sich vor, dort arbeiten Leute, der Raum ist meistens begrenzt. Waren Sie schon mal in so einen Tunnelvortrieb gewesen? In einem Vortrieb noch nicht, aber in einem Tunnel. Ja, ein Tunnel wahrscheinlich häufiger. Wir haben auch früher mal im Gotthard-Basistunnel dort auch ein System entwickelt. Das heißt, es sind beengte Räume und dort stehen Leute. Da sind Arbeitsgänge, die also ständig koordiniert ablaufen. Und wenn da etwas nicht koordiniert abläuft, dann ist auch meistens Gefahr. Im Verzug, der Raum ist klein, die Menschen sind dort, große Technik, große Maschinen fahren umher. Da muss also jeder wissen, was er auch wirklich tut. Und wo er nichts zu suchen hat, da sollte er auch nicht sein. Das heißt also, ich muss vorher, bevor ich in solche Räume dort meine Systeme oder meine Erkundungssysteme einsetze oder nur daran denke zu testen, muss ich einen Raum haben, der dieses Ambienten, würde ich es mal nennen, also diese Umgebung widerspiegeln tut, also für mich auch widerspiegeln tut, in denen ich diese Geräte testen kann. Und erst wenn sie dort erfolgreich getestet worden ist, dann kann ich zu einer richtigen untertägigen Baustelle, sei es ein Bergwerk gehen, sei es letztendlich eine Tunnelvortriebsort, dann kann ich erst dort wirklich hingehen. Aber testen heißt schon, dass Sie buddeln da auch weiter in Freiberg. Nein, wir lassen dann zum Beispiel Bohrungen letztendlich für uns in unserem Bereich sozusagen zum Beispiel dann bohren, weil Bohrungen sind natürlich nicht nur an der Oberfläche, sondern auch untertägig ein wichtiges Mittel für die Erkundung. Und wenn natürlich diese Bohrung nicht nur für das Gewinnen von Bohrkernen, das heißt für den Stoff dient, sondern letztendlich auch mit entsprechender Technik bestückt werden kann, um diese Ergebnisse aus dem Bohrungsbereich noch in die Umgebung ausstrecken zu können, ist es natürlich ein deutlicher Mehrwert. Und insofern ist es wichtig, solche Bohrungen, solche Testbohrungen auch zur Verfügung zu haben. Sie sagten gerade moderne Bergbaumethoden. Ja, Freiberg zum Beispiel gibt es ein Projekt, das nennt sich zum Beispiel Green Mining. Das heißt, sie versuchen dort über biologische Abbauprozesse zum Beispiel Erze zu gewinnen. Ich bin jetzt kein Experte dort, aber es gibt das entsprechende Projekt, wo man versucht sozusagen chemisch solche Erze oder Erzbestandteile letztendlich herauszulösen. Das ist zum Beispiel ein Forschungsprojekt. Gezieltes Verwittern lassen einzelner Teile. Ganz einfach wahrscheinlich ausgedrückt, sage ich mal. Aber wäre schon ganz gut, wenn zum Beispiel solches Thema hängen bleiben würde. Also solche Forschungen letztendlich werden dort aktiv betrieben. Kleinräumig natürlich, aber bevor ich sowas natürlich im großen Stil irgendwo anwenden will, muss ich natürlich wissen, was ich tue und ich muss erstmal also auf experimenteller Skala sozusagen dort arbeiten. Und insofern ist natürlich so ein Forschungsbergwerk der ideale Raum letztendlich, um solche modernen Methoden oder neue Methoden für das Mining oder für den Bergbau letztendlich dann auch zu testen. Das ist zum Beispiel also auch ein aktiver Beitrag, den im Augenblick die Forschung dort leisten tut. In Zusammenarbeit natürlich immer mit Industriepartnern. Das ist sollte generell oder in diesem Bereich ist es generell sehr wichtig, von Anfang an möglichst dann die Antwort oder letztendlich die Zusammenarbeit der Praktiker vor Ort zu haben, um nicht einfach in eine falsche Richtung zu laufen. Auch das kann einem Forscher passieren. Das ist einfach so. Und deswegen ist es gut, immer Industriepartner auch an der Seite zu haben. Das heißt aber dann letztlich auch, dass sie immer die Bedürfnisse der Industrie erfüllen müssen. Bis zu einem gewissen Grad natürlich ja, weil letztendlich, wenn ich anwendungsnahe Forschung betreibe, dann mache ich natürlich etwas für, da steckt das schon im Namen drin, etwas für einen Anwender. Ja. Und insofern, das ist ja auch das nennen wir ja landläufig oder was haben wir als landläufig, nennen wir auch Technologietransfer. Und Technologietransfer hat sich letztendlich ja auch die Helmholtz-Gemeinschaft auf die Fahnen geschrieben und das heißt, für mich zumindest immer relativ anwendungsnah auch zu arbeiten. Passiert es denn trotzdem, dass es so Heureka-Momente gibt? So, oh, ich habe hier was erfunden. Guck mal, Industrie, damit hast du nicht gerechnet. Es gibt sicherlich. In der Regel wird man aber dann relativ schnell in die Realität zurückgeholt. Insofern, dass vielleicht das, für was man oder wo man selber sehr stark jubeln tut, letztendlich für den Praktiker vor Ort, vielleicht von keinem großen Wert ist. Trotzdem gibt es natürlich diese Momente. Das wäre, wie würde man heute neudeutsch sagen, uncool sozusagen, wenn man das nicht sozusagen empfinden würde. Das gehört mit dazu. Das ist ein Teil der Motivation, die man letztendlich als Wissenschaftler auch hat. Auch mal sich freuen zu können über Sachen, die vielleicht nicht unmittelbaren Nutzen haben. Langfristig nach meiner Erfahrung ist es so, dass
eine Großteil dieser Heroika-Momente aber dann in abgewandelter Form dann doch wieder irgendwo zum Tragen kommen. Man muss nur lange genug, und das ist meistens eher das Problem, nachhaltig und lange genug an solchem Thema auch arbeiten können. Und das ist nicht unbedingt heutzutage immer da gegeben. Also man ist auch als Wissenschaftler immer zum Erfolg verdammt sozusagen, nach welchem Maßstab er sich auch immer. Genau. Naja, wie gesagt, im Technologietransfer hatten wir auch. Es kann sein, also meine persönliche Meinung wieder, es kann sein, dass sowas nach 3 Jahren zumindest zu einer Evaluation reicht. Ein fertiges System, da reden wir eher von 8 bis 10 Jahren. Das sind die normalen Zeiträume. Ja, zumindest in den Zeitraum, in dem wir gerade in einer Industrie, die eher konservativ ist, letztendlich arbeiten. Das ist sicherlich, als ich das erste Mal vor einem Meeting das mal gesagt habe, so, da wurden wir dann als Beispiel auch genannt, unsere Entwicklung, dann mit solchen Zeiträumen kam, da habe ich auch erstmal große Augen geerntet oder Blicke geerntet, wie soll sowas gehen? Und ja, das ist, der Weg solcher langfristigen Innovationen ist öfter über 3 Umwege. Das heißt also, ich habe manchmal ein Thema sozusagen, das ich mir erschließe, das erstmal laufen tut, aber ich muss dann immer auch sehen, dass ich dann nächstes Stadium erreiche, wie auch immer letztendlich. Haben Sie da mal ein Beispiel? Zum Beispiel dieses Tunnelvorauserkundungssystem, was wir entwickelt haben. Das hatte eine Entwicklungszeit, wenn man es genau nimmt, eigentlich von 1998, als ich begonnen habe und die Gruppe langsam aufgebaut worden ist, bis, sagen wir mal, 2007, 2009, bis letztendlich die entsprechenden Lizenzverträge, also quasi auch mit der Übergabe an eine Industrie, und damit war sie immer noch nicht abgegeben, weil dann hat man sozusagen diesen Anlerneffekt noch, den man letztendlich dieser Industrie dann auch übergeben muss. Das und heißt also, man hat ja auch noch die Anlageinvestitionszeiträume. Genau, richtig. Und das ist natürlich, und deswegen, Sie hatten ja schon recht mit den 3 Jahren, weil das so ein üblicher Zeitraum für solche Drittschrittprojekte ist. Und das ist sicherlich eine Problematik. Und dann stellen Sie sich vor, dass Sie ja, gerade wenn Sie technische Entwicklung haben, auch mit vielen externen Serviceanbietern oder kleineren Firmen zusammenarbeiten, die eben bestimmte Komponenten bauen sollen. Und da gibt es öfter, eigentlich fast immer, Verzögerungen und Schwierigkeiten in der Implementation dieser Einzelentwicklung in die große Entwicklung. Und das führt zu Verzögerungen. Es ist meistens häufig nicht unbedingt nur eine Geldfrage. Eine Geldfrage ist es nicht, sondern eine Zeitraumfrage. Ja. Es braucht seine Zeit. Versteht die Bergbauindustrie das? Die ja auch dann die auch ein Drittmittelgeber ist, also können Sie denen leichter sagen, ich brauche dafür 7 Jahre, da reichen keine 3? Wie gesagt, es gibt ja verschiedene Mischungen. Also ich wurde mal gefragt, was heißt eigentlich Technologietransfer? Meine grundsätzliche Antwort würde sein, es ist immer anders. Es gibt nicht dieses Schema F. Es hängt von der entsprechenden Industrie an, das entsprechende Umfeld, das man analysieren will. Deswegen ist diese Umfeldanalyse ja auch Teil solches Technologietransfers. In welchem Umfeld bewege ich mich? Die Überschriften sind alle richtig, aber das Füllen sozusagen mit den entsprechenden Inhalten hängt immer von dem entsprechenden Branche, in der man sich bewegt. Ist sie sehr neuerungsspezifisch, also ist sie sehr bestrebt sozusagen Neuerungen zu übernehmen, ist sie eher konservativ aus Sicherheitsaspekten, das muss ich alles dabei berücksichtigen, und als Wissenschaftler möchte ich vielleicht manchmal etwas den dritten Schritt vor dem ersten machen oder wie auch immer, und da werde ich schnell letztendlich geerdet, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man dort nur schrittweise und in vertrauenswürdigen Schritten letztendlich vorgehen kann und dann immer versuchen sozusagen das Ganze nachvollziehbar in entsprechenden abbrechenbaren Schritten letztendlich auch zu gestalten. Und das kann einfach dann eine Weile dauern. Und was die Geldmittel betrifft, sage ich mal so, bis man letztendlich wirklich aus der Industrie direkt 1:1 Geld bekommt, das dauert dann einfach eine Weile. Das heißt, deswegen hat man ja entsprechende Förderungen auch, die natürlich auch immer kontrolliert werden müssen, aus solchen Gemeinschaften wie der Helmholtz-Gesellschaft, um letztendlich solche Innovationen nicht unbedingt zu starten, aber letztendlich zu fördern und weiterzuführen, sodass sie letztendlich in ein Stadium geraten, bestenfalls, dass dann so eine Art Übernahmeprozess durch die Industrie, einen aktiven Übernahmeprozess gestaltet wird. Und da ist, wie gesagt, die Bergbauindustrie ähnlich wie die Drilling-Industrie, also von Erstellung von Bohrungen sozusagen eher konservativer. Das liegt einfach mit den Gefahren und mit dem Medium dort unter Tisch. Ich vertraue einfach Technik, die robust ist und die ich kenne. Das 2 Kilometer Tunnelbohren macht man ja jetzt auch mal nicht in 3 Wochen. Nein, das ist richtig. Das ist auch ein sehr teurer Aspekt dabei, und da darf möglichst auch nicht schief gehen.
Sie sagten eben das schöne deutsche Wort Tunnelvorauserkundungssystem. Ja. Was ist das? Wie funktioniert das? Ja, das ist ähnlich wie was ganz am Anfang, jetzt kommen wir wieder zum Anfang unseres Gesprächs. Ich brauche ähnlich wie bei anderen Methoden auch wieder einen Schallgeber, das heißt also eine Quelle, die dort die Wellen erzeugt, die ich zur Erkundung brauche. Also ich will wissen, was ist vor meinem Ohr? Was ist vorher, genau, richtig. Meistens ist es die Frage sozusagen, was vor, weil der Bergmann hatte früher gesagt, vor der Hacke ist es duster. Ja. Das heißt, sie stehen vor der Wand und wissen eigentlich nicht, was dahinter ihnen blühen könnte. Und deswegen möglichst viele Aussagen zu haben, um vorher proaktiv, würde man heutzutage sagen, zu reagieren auf zum Beispiel mechanische Störungszonen, die zum Beispiel zu einem Einstoß so einer Tunneloberfläche führen könnten. Um die einfach vorneweg zu wissen, ist es häufig ratsam, neben einem guten geologischen Grundmodell und auch Messungen von der Oberfläche, gerade bei größeren Tiefen von solchen Tunneln, letztendlich dann auch eine Vor-Ort-Messung durchzuführen, um einfach die Strukturen in der Auflösung, in der Genauigkeit zu bekommen, die ich auch für solche 10 Meter Radius oder 10 Meter Durchmesser einer Tunnelbohrmaschine auch wirklich brauchen tue. Das heißt also, nicht alles kann ich von der Oberfläche, gerade bei größeren Tiefe, Tunneln sozusagen kann ich das nicht unbedingt von der Oberfläche. Nehmen Sie den Gotthard-Basistunnel. Da haben wir an Stellen gearbeitet, wo wir etwa 2400 Meter Gesteinsüberlast hatten. Das heißt, 2400 Meter Gestein sind über uns. Sie können sich vorstellen, was das für mechanische Probleme dort einfach untertägig gibt. Und dann wollen Sie eine Erkundung von der Oberfläche in dieser Tiefe machen, die dann im Bereich von 10 Meter oder weniger sozusagen Ihnen bestimmte Störungszonen vor so einer Tunnelbohrmaschine vorhersagen. Schwierig. Das Thema hatten wir ja gehabt. Das heißt, dort ist wiederum eine Spezialität sozusagen, dort eben in den Tunnel selbst reinzugehen und dort entsprechende Messungen durchzuführen. Wie weit können Sie, weil von Hacke wie weit sieht man? Wie weit können Sie leuchten? Ja, das mit der Taschenlampe ist immer ein guter Vergleich, ja. Wie man so schön sagt. Ich leuchte sozusagen die Dunkelheit des Gesteins. Das richtet sich natürlich dann wiederum nach der Gesteinsart, also nach dem Medium, wie gut die oder wie gering die Dämpfung der Wellen ist, ja. Und wie stark meine Energiequellen letztendlich sind. Das hängt also von vielen. Wir selbst würden immer sagen, so im kristallinen Gestein vielleicht jetzt 250, 300 Meter, wenn es sehr gut ist. Bei der Auflösung, die man letztendlich erzielen will, die im Meterbereich liegen soll, ist das schon relativ gut. Je weicher das Gestein wird, umso, wir haben wieder das Beispiel, je weicher, desto geringer ist sozusagen der Ereignishorizont, den ich vorhersagen kann. Also es ist wie aus einem Nebel, wo langsam diese Strukturen auf sie zukommen. Und das können dann am besten Fall nur noch 40, 50 Meter noch weniger sein, je nachdem, wie weich das Ganze ist. Und dann gibt es wiederum andere Systeme, die dann wieder etwas auf dieses weiche Material und auch spezialisiert ist, weil dort eben wieder die Technik auch in Frage kommt. Wie kann ich solche Technik in solche große Maschinen implementieren? Und das geht nicht an einem Forschungsinstitut allein. Und das geht nur mit der Zusammenarbeit mit entsprechenden Herstellern, die wir auch in Deutschland haben. Dann können solche Systeme auch in solche Maschinen integriert werden. Und das ist entscheidend, die Integration. Ich hätte jetzt erwartet, dass, also etwas albernes Bild vielleicht, dass jemand mit so einem Gerät vor dem Bohrer herläuft und dann da reinguckt und sagt so, in so und so vielen Metern wird es so und so dicht. Das heißt, der riesige Bohrer hat das eingebaut und verarbeitet das quasi sofort und weiß, wie er sich zu integrieren hat. Das ist die Wunschvorstellung, dass solche Systeme dann auch wirklich an die Maschine gekoppelt sind. Das heißt, nicht nur technisch, sondern auch in der Auswertung gekoppelt sind. Da ist man auf einem guten Weg, aber es ist immer, wie immer so, es ist immer ein langfristiger Prozess letztendlich, denn nicht auch solche Systeme werden auch nicht in jeder Bohrung eingesetzt. Es ist immer eine Frage, welche Ausschreibung dort, also man bewirbt sich ja auch als Hersteller oder als Betreiber an, wenn man solches Projekt gestalten will. Und dann kommt es darauf an, wie die Ausschreibung der entsprechenden Behörden letztendlich ist. Ist solches System vorgeschrieben? Ist es nicht vorgeschrieben? Und je mehr eigentlich solche Systeme eingesetzt werden würden, auch wenn sie etwas kosten, umso größer wäre der Erfahrungsschatz. Weil Erfahrung ist ein weiterer Aspekt, den man über eine entsprechende Anzahl von Projekten letztendlich gewinnen kann, die möglichst in unterschiedlichen Medien sind. Das heißt, um einfach dieses gesamte Spektrum zu erfassen, unterschiedlichster Medien, unterschiedlicher Konzepte sozusagen für Anregungen von seismischen Wellen für die entsprechende, um die bestmögliche Auflösung letztendlich zu erzielen, erfordert es einen gewissen Erfahrungsschatz. Ja, und den dann letztendlich in solches System zu gießen, dass das System alles erkennt, sind wir beim Stichwort dann künstliche Intelligenz, also wie werte ich das aus, so nach dem Motto, sodass ich möglichst den Menschenfaktor vielleicht rausnehme. Im Augenblick ist es eher sozusagen, die menschliche Erfahrung ist da einfach
Wir sind noch ein bisschen besser weil ich, das liegt einfach auch daran, unter Umständen, weil letztendlich wir auch Parameter verarbeiten, in deren Komplexität, ich will nicht sagen, und deren Wertigkeit ich nicht einfach eine Formel gießen kann. Ja. Im Augenblick. Ne? Das kann sein, dass sich das in ein paar Jahren letztendlich ändert. Man wird es auf jeden Fall versuchen, einfach den menschlichen Faktor, in Anführungsstrichen, der jetzt noch sehr gut ist, vielleicht irgendwann auch besser rausnehmen zu können. Aber im Augenblick ist es eher nicht der Fall. Das sind einzelne Systeme, die weltweit so laufen und einige Leute, die da Erfahrungen sammeln und die man in kritischen Fällen vielleicht auch in der Auswertung mit integrieren sollte, sage ich mal so. Ne? Weil auch selbst Datenmaterial, so gut wie es auch immer ist, muss man sich genau angucken. Wenn Sie jetzt im Gotthard-Basistunnel den Bohrer mit Ihrem Tunnel-Vorauserkennungssystem ausgerüstet haben, wie lautet die Frage, die der Bohrer stellt und wie lautet die Antwort, die Ihr System gibt? Also im besten Fall sozusagen kommt dann immer dieses Ampelsymbol. Rot, gelb, grün, wenn man solches System so übersetzen könnte. Rot heißt also Gefahr, zum Beispiel geomechanische sichere Gefahr, geomechanische Instabilität in 120 Meter Entfernung. Gelb, das ist immer könnte sein, und grün heißt, ihr könnt fahren. Einfach weiter. Das Ding die ganze Zeit auf gelb, oder? Genau, das ist immer so ein, da gibt's auch einen entsprechenden Ausdruck, den ich auch letztes Mal gehört habe. Diese Problematik der automatischen Systeme, dass sie in der Regel fast immer was anzeigen. Und damit sozusagen die Schwelle, das ist das eigentliche Kunststück sozusagen, die Schwelle sozusagen richtig zu definieren, ab denen wirklich eine Gefahr stattfindet, ne? Wie gesagt, das ist auch wieder eine Erfahrungssache, die man in solche Software integrieren müsste oder muss, ist sehr schwierig. In der Regel ist immer die Gefahr da, ich habe immer die Frage bekommen, gibt es denn eine transparente, also eine Zone, Gestein, die sozusagen keine Reflexion erzeugt? Seltenst ist die Antwort. Also in der Regel hat man eher mit viel zu viel Signalen zu tun als zu wenig. Mhm. Das ist das Problem. Das heißt also sozusagen, das Wesentliche aus dem Vielzahl von Ereignissen, die man hat, letztendlich herauszufiltern, das ist die eigentliche Problematik dabei. Jetzt, wenn so ein Seismiker wie Sie, Seismologe, Seismiker. Warum eigentlich nicht Seismologe? Ich würde sagen, in Deutschland, wie gesagt, unterscheiden wir zwischen, bei den Seismologen sind Leute, die sich eher mit passiven Ereignissen, das heißt auch die nicht erzeugten, von Menschen erzeugten Ereignissen beschäftigen. Auch diese Grenze verwischt etwas mehr. Aber der Seismiker, beim Seismiker würde ich von jemandem sprechen, der aktive, also selbst generierte seismische Signale erzeugt. Das ist grob jetzt eine Unterscheidung. Jetzt sind Sie so Seismiker und Sie sitzen da und dann kommt jemand vorbei und sagt, so, wir bohren jetzt einen Tunnel durch den Gotthard. Was geht in so einem Moment in Ihnen vor? Ja, kann ich nicht sagen, weil ich den Moment ja nicht erlebt habe. Weil ich auch erst nachträglich sozusagen. Was würde in dem Moment mit in Ihnen vorgehen? Naja, also ich versuche mal das einzugrenzen oder einzuordnen. Ich habe früher beim Film gearbeitet, als Aufnahmeleiter. Das sind die Leute, die ganze Produktionslogistik machen und so. Wenn ich einen Film sehe, sehe ich diesen Film immer durch diese Brille. Ja. Wie viel Brillen soll ich dann aufsetzen? Soll ich die Brille des Seismikers aufsetzen, des eines nicht beteiligten, aber später nutzenden, Bahnfahrt nutzenden Menschen? Soll ich den des Bauleiters annehmen? Eigentlich tut man alle Brillen letztendlich auf in dem Augenblick. Vielleicht ein bisschen prädominant natürlich von seiner eigenen Warte ausgesehen sozusagen als Wissenschaftler, die einmalige Gelegenheit, bestimmte Strukturen im Bereich der Alpen letztendlich studieren zu können. Als Praktiker weiß man natürlich, dass die Studienmöglichkeiten eher begrenzt sind, weil natürlich das im Arbeitsablauf eine sehr kurze Zeit nur ist und in der Regel dann natürlich immer das Augenmerk eher auf die Sicherheit des Tunnels und auf der Mitarbeiter und der Maschinen letztendlich gelegt wird. Insofern ist das eher dann etwas begrenzt. Als Seismiker sagt man, oh, ich kriege tolles Datenmaterial. Wie gut wird meine Prognose sein? Das ist ja auch mal die Frage, bin ich als Wissenschaftler da oder wenn ich jetzt eine angestellte Firma bin und das ganze System in Auftrag sozusagen laufen lassen muss, dann ist es nochmal eine andere Aufgabenstellung. Das heißt also, es sind eine Vielzahl von Blickwinkeln, die man dort hat und das sind mehr als eine Hand Finger hat. Sicherlich. Können Sie eigentlich befreit mit der Bahn durch Tunnel fahren? Ja. Warum? Weil ich zumindest in Deutschland oder in Europa davon auch ausgehen kann, dass die auch wirklich relativ gut untersucht sind.
Solche Tunnel werden für eine gewisse Laufzeit ja oder für eine Sicherheitslaufzeit ausgelegt und davon kann man sicherlich ausgehen in unseren Breiten, dass diese auch eingehalten wird. Nichtsdestotrotz ist sicherlich vielleicht zukünftig auch ein Bedarf letztendlich, weil ja auch die Anzahl dieser Tunnel steigen wird. Da sind wir gleich wiederum beim Ausbau des Schienennetzes, was ja wieder sozusagen eine wichtige Komponente in der zukünftigen Klimapolitik sein soll. Wenn wir von A nach B fahren wollen, brauchen wir natürlich mehr Infrastruktur. Ja. Muss mehr auf die Schiene gehen letztendlich, auf solche Wege. Und Tunnel sind einer der kostspieligsten Aspekte von solchen Schienennetzen letztendlich. Und der größten Herausforderung. Und die müssen natürlich adäquat auch gebaut werden. Und von da aus her spielen die eben auch zukünftig eine sehr große Rolle und werden eher noch vermehrt gebaut werden. Das heißt, ich wäre gut beraten, wenn ich bei Ihnen ins Studium ginge. Ja, also anders wie, gefragt. Das ist ja, wenn man studiert, sagt man ja nicht, ich will jetzt unter Tage Seismiker werden. Also so schnell, so passiert das nicht. Wie ist es Ihnen denn eigentlich passiert? Ja, bei mir war das ein relativ, ich habe ja wie gesagt mit einer Weitwinkel-Seismik angefangen, habe aber dann bewusst die Entscheidung getroffen, dass ich dann eher eine Kontrolle haben möchte. Das heißt also, meine Ergebnisse, die ich habe, möchte ich auch aktiv dann auch kontrollieren können. Und das habe ich beim Tunnel oder bei anderen Verfahren, in Bohrung zum Beispiel, ja der Fall. Denn das, was ich vorhersage, wird ja dann irgendwann auch erschlossen. Also kann man sich auch ansehen. Und dann sieht man, wie genau man war oder wie genau man nicht war. Also mir fehlte dann so ein bisschen in der großen Welt sozusagen die Kontrolle über das, was ich letztendlich dort auch gemessen habe und wie es interpretiert worden ist. Und deswegen habe ich mich eher in die Ingenieursseite sozusagen bewegt und um einfach auch eine Kontrolle und ein Feedback sozusagen, einen aktiven Feedback auch zu bekommen, der dann für mich zumindest nicht von Meinungen Dritter abhängig ist, sondern von Realitäten abhängig ist. Und wie haben Sie angefangen? Also wie, wenn wir auf Ihren Werdegang gucken? Ja, zuerst, wie gesagt, Weitwinkelseismik nach dem Studium. Und was haben Sie studiert vorher? Das meinte ich. Geophysik. Geophysik, ganz normal. Ja. Das heißt, die Frage würde lauten, sollte ich Geophysiker werden, weil wir demnächst mehr Tunnels brauchen? Also meine Antwort wäre, das ist eher ein Nischenprodukt, würde man sagen. Also wenn da so viel Geld wäre und so viel Interesse wäre, würden sicherlich noch mehr Systeme auf dem Markt laufen, als es jetzt sind. Das heißt, es ist schon eine relativ Spezialität letztendlich dann, die auch nicht so häufig nachgefragt wird, sondern für spezielle Projekte, meistens auch Großprojekte, wo es eher eine begrenzte Anzahl von Leuten sind, die aber dann mit im Zuge der immerwährenden Erfahrungs- oder immerwährende Aufbau von Erfahrung natürlich auch immer besser werden. Das heißt, es sind wenige, aber die dann vermutlich dann vielleicht zukünftig etwas häufiger nachgefragt werden. So kann man sich es eher vorstellen. Haben Sie grundsätzlich Nachwuchssorgen oder stehen bei Ihnen die Leute Schlange? Oh, das ist eine Frage, die man wieder aus 1000 Blickwinkeln betrachten kann. Ich meine, ich stehe ja eher am Ende sozusagen solcher Entwicklung, habe aber öfter mal ein gewisses Feedback bekommen oder bei Tagungen letztendlich, wie das mit dem Nachwuchs aussieht. Es sind über die Jahre gesehen immer Auf und Abs. In früheren Zeiten, als ich studiert habe, war es so, alles hing vom Erdölpreis ab letztendlich. Wie viele Leute sind letztendlich zu Shell oder anderen Companies gegangen? Ja. Und das war ein Teilaspekt, der relativ wichtig war, weil dort eine sehr große Anzahl von Erkundungsmaßnahmen im Bereich der Erdölexploration und Erdgas eben in die Seismik gegangen sind. Das schwankte immer wieder konjunkturell, auch aus anderen Gründen, politischen Gründen. Und das wirkte sich dann auch immer wieder letztendlich mit einer Studienanzahl oder der Studienanfängerzahl aus, obwohl da natürlich immer ein Zeitverzug ist. Denn wie die Situation jetzt ist, 5 Jahre später ist die Welt natürlich wieder eine etwas andere. Das heißt, so gibt's immer wieder Auf und Abs. Jetzt gibt's, ich kann es nicht mal genau sagen, aber solche Zyklen gibt's dann einfach. Ne? Speziell, was man raten könnte, wie gesagt, man sollte auf jeden Fall das machen, was einem Spaß macht. Das gilt für alles, das gilt auch für die Geophysik und dort natürlich auch, man ist wirklich nur gut, in Sachen gut, die einem wirklich Spaß machen. Dann ist man auch wirklich gut. Was machen Sie denn eigentlich aktuell? Also woran forschen Sie aktuell? Ja, aktuell ist es so, dass wir diese ganzen Systeme, die wir für den Tunnelbau entwickelt haben, die wir für Bohrungen entwickelt haben und seit einigen Jahren auch im Bereich Bergbau
insbesondere im Kalisalzbergbau einsetzen, zusammenführen wollen. Das heißt, wir verstehen darunter so eine Art modulares System, dass man für jede Anwendung in Bergwerken oder in Tunneln dann spezifisch sich konfigurieren lassen kann und dann dort laufen lassen kann. Das klingt jetzt erstmal, naja, vielleicht nicht so unspektakulär, ist aber doch eine ganz schöne Herausforderung, erfordert auch eine ziemlich hohe Anzahl von Jahren, in denen man letztendlich in allen Bereichen sich dann auch bewegt hat, um dann solche Systeme zusammenzuführen können. Und was ist das, die Herausforderung? Stellen Sie sich vor, Sie haben ein großes Bergwerk. So ein Bergwerk besteht aus Schächten, aus einer Vielzahl von Strecken und Erkundungsbohrungen und alles Mögliche. Ne? Und das Ganze ist so ein dreidimensionales Gebilde im Untergrund. Und jetzt kommt jemand zu Ihnen und sagt, ja, wir wollen jetzt sozusagen das gesamte Umfeld um so ein Bergwerk strukturell untersuchen. Man könnte sagen, ja gut, ich komme von der Oberfläche und messe eine große dreidimensionale Seismik von der Oberfläche, ne? Die Vibratoren von der Oberfläche. Ist erstmal eine gute Antwort. Für bestimmte Aufgabenstellungen reicht aber die Auflösung und auch die räumliche Auflösung solcher Oberflächenmessungen nicht auf. Und da würde dann solche untertägige dreidimensionale Messung. Wir nennen dann das dreidimensional, nicht nur, weil wir dreidimensional im Raum messen, sondern auch die Verteilung. Alle Richtungen. Genau, die Verteilung der Anregungspunkte und der Aufzeichnungspunkte ist willkürlich im Raum dreidimensional verteilt, also nicht an einer Oberfläche gebunden, sondern es ist eine Vielzahl von Bohrungen, es sind Strecken. Und man kann sich vorstellen, die Abbildung der Strukturen wird umso besser, umso intelligenter und besser verteilt diese Punkte im Raum sind dreidimensional. Also man designt quasi für solche großen Bergwerke dreidimensionale Messschemata, um das gesamte Umfeld dann möglichst so in einem Meter Auflösung letztendlich zu vermessen. Und das erfordert sozusagen wirklich jeden dieser Hohlräume technisch auch bestücken zu können. Ob das eine Bohrung ist, horizontal, vertikal, ob das Strecken sind. Also jeder Hohlraum ist ein potenzieller Ort sozusagen für eine Messung, die aber alle miteinander dann sozusagen funktionieren müssen. Gibt es eigentlich irgendwas, was Sie gerne noch mal beschallen wollen würden in Ihrem Leben? Das nicht unbedingt. So weit in die Zukunft gucke ich da eigentlich gar nicht, sondern was ich jetzt im Prinzip am Schluss beschrieben habe, die große dreidimensionale Punktwolke, im wahrsten Sinne des Wortes, unter die Punktwolke sozusagen in der Komplexität dieser Messgeometrie zu erzeugen, die notwendig ist, um solche Abbildungen auch in möglichst allen Richtungen gleich gut zu erzeugen. Das wäre so ein Highlight sozusagen in meinem Berufsleben, weil man das alles zusammenführen kann. Was auch zwingend notwendig ist, aber man muss auch eine Aufgabenstellung haben, die so etwas in die Realität bringen tut. Das heißt, mit entsprechendem Aufwand kann man das tun. Die Frage ist, man muss auch den Ort haben, der das dann zulässt und der auch die Notwendigkeit hat. Und das Geld. Angenommen, Geld spielte keine Rolle. Könnten die Außengrenzen dieser dreidimensionalen Punktwolke beliebig groß werden? Ich weiß, eine sehr romantische Vorstellung, die ich da gerade äußere. Könnten wir den kompletten Planeten abbilden? Ich kann mir den Satz, Geld spielt keine Rolle, nicht vorstellen. Das ja schon gar nicht. Da bin ich einfach anders sozialisiert worden. Nichtsdestotrotz, könnten wir den gesamten Planeten als dreidimensionale Punktwolke abbilden, wenn wir... Im Prinzip ja, wenn Sie einen Seismologen fragen würde, wie der seine Station an der Oberfläche und in der Tiefe verteilen würde, um dann den Erdkern oder wie auch immer am besten abbilden zu können... Aber auf einen Meter granulieren wir den Erdkern nicht, ne? Bis jetzt nicht. Ja, auf dem Eingang wissen Sie ja, warum sozusagen, wo da die Limitierungen sind. Rüdiger Giese, vielen Dank. Ja, bitte.